Okay, Missionsziel haben wir gar keins mehr im Augenblick. Ich glaube, wir müssen einfach bloß hier verteidigen. Was ja nicht allzu schwierig ist bis jetzt. Ah ja, jetzt kommt, verteidigen Sie den Zorntrophen. Ah, denn jetzt kommt der da oben. Ein Kaliplex. Der muss weg. Von da aus kommen immer noch Gegner, die sich hier horten. Scheint es mir. Die Mission ist übrigens bei den anderen Völkern eine, wie heißt's, Sekundärmission, in der man einfach nur einen Transporter beschützen soll und dadurch Wichtigeres, etwas Wichtiges bekommt, also eigentlich zusätzliche Ausrüstung. Aber ich glaube, die Entwickler haben sich gedacht, hier draus eine Hauptmission zu machen bei den anderen. Die laufen alle weg. So, Mission müsste eigentlich erfolgreich sein, genau. Der Zoanthroph, den der Schwarmlord suchte, wurde verschlungen. Dadurch wurde der Kontakt zum Schwarmbewusstsein und der eintreffenden Flotte erneuert. Der Schock des Exterminatus hatte dem Schwarmbewusstsein auch das wahre Ausmaß der Bedrohung durch Kyras enthüllt. Diese Erkenntnis erschuf eine der tödlichsten Biowaffen der Tyranniden. Es war der Schwarmlord. Unter den Schwarmtyranten tückisch und tödlich. Eine Maschine der kriegerischen Vernichtung, psychischen Gewalt und des tiefsten Intellekts. Schlimme Entwicklungen für den Subsektor, der immer mehr an den Rand der Auslöschung rutschte. Wir haben gesiegt. Ja, haben wir. Und wir bekommen eine extra schwere Kreatur, den Schwarmherrscher. Eine legendäre Synapsenkreatur, die im Nahkampf nahezu unaufhaltsam ist, steigert die Bewegungsgeschwindigkeit von Tyranniden in der Nähe. Ja, klingt böse. Und unser Schwarmlord hat wieder Erfahrung gekriegt und keine neue Ausrüstung. So, dann würde ich sagen, wir nehmen die Biozidkanone hier für den Carnifex. Die Biozidkanone ist eine starke Waffe gegen Infanterie und Fahrzeuge. Schaltet auch die Fähigkeit Bioplasma mit Wirkungsbereich frei. Genau. Jetzt wird unser Carnifex sowas wie ein Mini-Schwarmlord. Zugang zu Cywin gewährt. Neuer Planet. Aurelia, Subsektor Planet 03, ausgelöschter Planet, Bevölkerung keine Eingaben. Das meiste Wissen über Cywin wird vom Ordo Malleus geheim gehalten. Der Planet ist eine unwitterliche Höhle voller Asche, der die Inquisition vor Jahrzehnten jeglichen Leben entzogen hat. Bekannt ist, dass Cywin einst die Heimatwelt von Captain Gabriel Angelos vor den Blood Ravens war, der auch forderte, den Planeten Exterminatus zu unterstellen. Die Sünde, die dieses dunkle Urteil herbeiführte, ist bis heute nicht bekannt, und welche Geheimnisse Cywin auch immer hatte, sie sind längst in Asche verloren. Also ja, irgendwann wird Typhon, wenn es abgekühlt ist, auch so aussehen wie Cywin. Im Augenblick sieht Typhon ja noch so brennend aus. Und wir haben eine optionale Mission auf Typhon. Neue Ausrüstung haben wir ja, wie gesagt, nicht bekommen. Nur das Cardifex-Upgrade, deswegen starten wir gleich mal in die Typhon-Mission, in die neue. Ahnungslos. Beute. Verschlingen. Brüder und Schwestern. Die Schiffe der Menschen haben große Narben in diese Welt geschlagen. Manche davon tief genug, um das begrabene Weltenschiff zu streifen. Wir haben die Unendlichkeitsmatrix gefunden. Die Flammen sind sehr tief vorgedrungen und jeder Biodom, jeder Seelenstein, kein Geist hat aufgeflackert. Nicht einmal einer. Es gibt hier nichts mehr zu tun.
Alle sollen sich am Rohrportalknoten melden. Sobald wir ins Netz zurückgekehrt sind, werden wir den Kanal zum Weltenschiff einstürzen lassen und dieses Grab für die Ewigkeit verschließen. Also ja, das Weltenschiff der Elder, was auf Typhon abgestürzt ist, ist im Arsch. Und die Elder ziehen sich zurück. Ja, typisch Elder. Starttruppen, los geht's. Wir lassen die Elder nicht entkommen, die sind gute Biomasse. Fahrzeuge und monströse Kreaturen können viele Mauern und Deckungen durchbrechen und um Möglichkeiten zum Flankieren oder Abkürzungen zu schaffen. Ja, das haben wir in der dritten oder vierten Mission gesehen, als meine Tyrantenwache einmal durch die gesamte Mauer längs gebrettert ist auf Calderis und sie eingerissen hat. Biologische Verbesserung unterwegs. Also los geht's. Ihr wagt es, dieses Grab zu schänden, ihr armseligen, seelenlosen Wilden. Na gut. Wenn ihr unbedingt unsere Schreie hören wollt, dann werde ich euch mit dem Kreischen der Banshees zerfetzen. Mein Volk, schlachtet diese Bestien ab. Lasst sie bluten und hackt sie in Stücke. Lasst sie nicht in die Nähe des Portals oder des Knotens. Bla bla bla. Die Elder sind enraged. Kann uns aber egal sein, wir schlachten sie trotzdem alle ab. Und wir lassen sie nicht entkommen. Und so haben wir gerade mal 8 Minuten Zeit. Deswegen sollten wir uns beeilen. So, das Nest hier können wir einnehmen. Wir haben jetzt genug Energie, um den... Ressourcen nicht ausreichend. Jetzt haben wir genug Energie, um den Schwarmlord mehr Schaden zu geben. So, noch mehr Anforderungspunkte für den Schwarm. Hier war kein Punkt, es sah nur auf der Karte so komisch aus. Beschützt die Warp-Portale! Sie geben uns die Kraft, unsere Flucht zu beschleunigen! Wenn wir eins verlieren, wird das die Abreise ins Netz verlangsamen! Ja, genau das wollen wir erreichen. Jedes Tor, was wir zerstören, verzögert die Flucht des Feindes, genau. Deswegen stürmen wir hier einfach mal vor mit unserer Tyrannenwache. Schicken unsere Krieger das Ding hier einnehmen und danach die Kisten plündern. Unsere Venatoren können das hier einnehmen. Die Zeit haben wir. Siegziel gesichert. Und jetzt können wir auch wieder so einen Brutlord ein paar Symbionten anfordern lassen. Na komm, auch Symbionten los. Elderflucht um 2 Minuten verzögert. Ist nicht viel, aber es ist etwas. So, die Elder können wir auch noch weghauen. Und ja, wir haben jetzt Symbionten. Und ja, man sieht es jetzt wirklich, Typhon ist im Eimer. Oh, hallo. Phantomlord. Weg mit dir, Phantomlord. So, Sporenwolke können wir einsammeln. Warum auch immer ein Phantomlord wieder frei hat. Energiepunkt einnehmen. Ressourcenpunkt erobert. Da sammeln wir jetzt mal genug Punkte und alles, damit wir so eine supermächtige Schwarmbestie rufen können. Also ein Schwarmherrscher. Mann, da wird unser Schwarmlord ja arbeitslos. Ressourcenpunkt erobert. Ah, und Warpspin. Hallo Warpspin. Noch mehr Energie. Und noch ein Warpportal. Ihr da drin könnt aufhören. So. Kein Unterdrückungsfeuer mehr. So, Warpportal zerstören.
gesichert. Wieder 3 Minuten mehr Zeit gewonnen. Wieder raus. Ressourcenpunkt erobert. Und ein Ressourcenpunkt erobert. Sehr schön. Da ist auch gleich schon unsere Festung. Ich hoffe, 30 Punkte reichen. Würde ich schon mal meine Jeans-Dealer wieder verwerten. Nehmen wir die Festung ein, dann holen wir uns mal den großen Schwarmherrscher. Die Zeit haben wir ja nämlich, dann kann ich den gleich euch mal in Aktion zeigen. Den hat man übrigens auch in... Ressourcenpunkt erobert! Der kostet weniger als ein Cardifex an Bevölkerung, das ist ja cool. So, dann... stoßen wir schon mal mit den restlichen Truppen zum letzten Portal vor. Aber er ist so teuer halt. So, Bioplasma. Du kannst ruhig vorstürmen. So, Bioplasma hat gesessen. Und unser Schwarmherrscher ist da. Er kann Klingenschau und er kann Egelessenz. Der Schwarmherrscher sorgt die Infanterieeinheiten in der Umgebung vorübergehend das Leben aus und steigert um seine eigene Gesundheitsregeneration. Und er kann einen Klingenhagel entfesseln. Böse, böse. Und er macht alle Kreaturen schneller. So, jetzt haben wir eigentlich genug Zeit. Um das Gebiet da oben noch einzunehmen. Vorausgesetzt, wir kommen ran. Oh, Chris, wie heißt der? Ilumzar, genau. Ich wollte Crispa-Panzer sagen. Falsches Spiel. So. Ressourcenpunkt erobert. Aua. Tja, der haut rein. Der Crispa-Panzer. So, jetzt kann ich die Symbionten nachrüsten, die ich aufgegeben habe. Heldenverbesserung in Arbeit. Mehr Energie geben. Biomorph fertig. So. Das Ding noch. Und dann ist die gesamte Armee bereit. Ja, noch mehr Gesundheit. Weil wir es uns ja eh leisten können. Wir könnten uns sogar noch eine Termagantenbrut leisten. So. Weg mit dir. Gegenstand einsammeln. Und da ist zerfetzen. Was macht eigentlich der Klingenschau? Entfesselt die Feuerstärke des Schwarmherrschers gut an, wenn es eine Feindlich-Einheit schwer Schaden zu. Na gut, der kann sich jetzt beim Nahkampf mit dem Phantomlord prügeln. Hat eigentlich keine Chance. Nun gut. Knabbert an unseren Körpern. Hirnloses Ungeziefer. Die Schiffe der Inquisition kommen zu allen in diesen Sektor. Es macht keinen Unterschied, durch wessen Hand ihr sterbt. Unser Team hat den Gegner besiegt. Ja. Sicaris, Einsatz erfolgreich. Ausrüstung, Angriffssynapse. Können wir uns in der nächsten Mission mal angucken, was wir da alles... vor der nächsten Mission angucken, was wir da alles bekommen haben. Belohnung wählen, Biozidkanone fortsetzen. Ja, dann würde ich mal sagen, gibt es hier erstmal wieder einen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.